Und da sind wir auch schon wieder zurück hier, schön gemütlich und kuschelig an unserem Lagerfeuerchen. In unserem, naja, Lager möchte ich es jetzt nicht nennen. Es ist eher so, naja, eine kleine Feuerstelle mit einem kleinen, aber feinen Hütchen. Ja, Boden ist jetzt schon ein bisschen gemacht worden. Und wir sind natürlich nicht alleine, ne? Das ist klar. Der gute Skrollson ist irgendwo auf dieser Karte. Ich habe keine Ahnung, wo. Ach, schön. Und besorgt das Essen. Besorgt, ja. Er ist der Mann, der Jäger, ich die Frau. Nein, Quatsch. Ist dir aufgefallen, ich weiß nicht, ob es bei dir auch angezeigt wird, du siehst auf der Karte deinen Tod, deinen letzten. Und ja, den habe ich schon wieder weggemacht, weil ich hatte schon drei Stück. Guck mal, ich ping dir mal, wo ich bin, Dossi. Ja, wo bist du denn? Mal gucken. Ich scroll mal wieder raus. Ah ja, da. Okay. Das ist ja alles klar. Ich bin halt den Wald entlang gelaufen, ja, um halt hier die Rehe abzufarmen. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Sehr schön. Ich würde nämlich heute ein bisschen, also bei mir wird es heute ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Action geben in Form von, dass ich mir einfach mal ein bisschen probiere, unser Terror hier zu verbessern. Vielleicht kannst du echt dafür sorgen, dass du mal so eine Anbaufläche oder sowas hinbekommst. Das wäre super. Ich versuche mal mein Glück. Vielleicht können wir dann so die Himbeeren oder Erdbeeren oder was das denn auch selber anpflanzen. Das war halt richtig gigantisch. Ich muss doch herausfinden, wie ich runterebene und hochebene. Aber ich glaube, ich mache das schon richtig. Hast du das nicht gesagt mit deiner Hacke? Hast du doch gesagt. Ja, ja, schon. Aber ich muss ja... Ah! Ach, mit Rechtsklick entscheide ich, was ich tue. Ah! Befestigen. Befestigen klingt fast wie Straße. Ich guck mal kurz, was passiert, wenn ich befestigen tue. Sieht das jetzt anders aus? Oh. Ich hab Knochenreste gefunden. Und eine Bernsteinperle. Wow, wenn man das jetzt mit Life is Feudal vergleicht, ist es ein richtiges Kinderspiel hier. In Life is Feudal hätte ich jetzt diesen Schritt hier, ja, in einer Stunde hingekriegt wahrscheinlich. Na, komm her. Ja, gut, aber man muss ja auch Life is Feudal, Feudal, wie auch immer man es ausspricht. Oh, da hinten sind meine Hirsche. Ist halt auch nochmal eine extrem simulationslastigere Sache. Ja. Ich habe nochmal einen Stein gefunden. Du scheiß Feigling! Halt. Oh, Entschuldigung. Halt, Reisender, hört meine Warnung. Du bist nicht der Erste, der hier erschien. Viele sind dem Ruf Odins gefolgt, doch der Weg, der vor dir liegt, ist hart und gefährlich. Wenn dir etwas an deinem Leben liegt, solltest du deine Behausung in diesen Auen weit weg von den Bäumen errichten. Hüte dich vor dem Gehörnten und verschone die Seinen. Oh, Gehörnter klingt fies. Teufel. Ja. Naja, aber in der Wikinger-Saga gab es ja keinen Teufel. Also, ja, stimmt. Aber wer ist dann der gehörnte Loki, oder was? Vielleicht. Na gut, wenn man jetzt. Ja, da hat man jetzt halt das Bild von Marvel im Kopf, ne? Mit den Hörnern. Weiß gar nicht. Ich kenne ehrlich, das ist das Traurige daran. Ich kenne die richtigen mythologischen Bilder von den einzelnen Göttern und so, kenne ich alle gar nicht. Aber es kann gut sein, dass Loki da schon als Gehörnter durchgeht. Ich dachte, Loki wäre der The Betrayer. Der Betrayer, genau. Richtung. Ja, richtig. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier wird. Also ich glaube doch, wenn ich klick. Boah, das... Fuck. Oh, du darfst, wenn du den Bogen, nur für dich dann schon mal zur Info, wenn du den Bogen in der Hand hast und schleichst. Ja. Wenn du, sobald du den Bogen ziehst zum Anlegen, also wenn du wirklich den Pfeil ziehst, ja, dann und währenddessen läufst, dann läufst du schnell. Du bist dann nicht mehr in dieser geduckten Position. Okay. Das hat mir jetzt gerade meinen Schuss hier versaut. So, jetzt passt mal auf. Wir versuchen jetzt mal, ist das eben? Ist das echt eben? Ich probier's nochmal. Geht das, also weiter runter geht's nicht. Aber es ist halt auch Boden einebnen und nicht buddeln. Die Hacke kann irgendwie nicht buddeln, das weiß ich nicht warum. Ja, wahrscheinlich brauchst du dafür eine Schaufel. Das, ja, wahrscheinlich. Göttlich. Die Frage ist, muss ich jetzt noch befestigen, bevor ich was drauf baue? Oder kann ich, was ändert sich denn da? Eigentlich nichts, oder? Ich mach einfach mal, du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Soll ich eigentlich ein paar Feuersteine mitbringen? Ich habe hier ganz viele. Ja, ja, gerne, gerne. Auf jeden Fall. Es sieht jetzt nicht mehr so schön aus, ne?
Ich bin im Düsterwald. Im Düsterwald? Achso, das ist nur Ding. Oh Gott. Kommt eine fette Krähe, plötzlich taucht sie vor mir auf. Ups. Da hinten kämpft ein Skelett. Gegen ein anderes Viech. Ich bin mir nicht sicher, ob... Ich bin hier nicht richtig, ich gehe wieder zurück. Ich wollte gerade sagen... So. Checken wir mal aus. Ich würde gerne erstmal hier... Er sieht, er redet trotzdem mit mir. Dreh um, dieser Ort ist gefährlich. Du hast dich im Düsterwald begeben. Dieser Ort kann für alle, die nicht bereit sind, äußerst tödlich sein. Stelle deinen Wert unter Beweis, indem du Eckführ tötest. Also wir müssen erst den Elch töten. Den Boss. Ja. Also wir sehen hier, es ist nicht ganz eben. Ne? Also ihr seht gerade hier, ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich jetzt hier nochmal ein bisschen drauf hack. Aber wir können es mit unserem Holzplättchen... Oh ja! Mit der Holzplatte können wir sehr gut gucken, wo es uneben ist. Ja, guck mal, hier ist noch ein bisschen doof. Ist echt cool, dass hier super viele Ruinen drin sind. Es gibt dem Ganzen echt so wirklich das Gefühl, als ob hier wirklich schon andere Spiele gewesen wären. Das stimmt, ja. Lass, ich bring dir was mit, okay? Was zum Spielen und zum Naschen. Und Schokolade. Klar. Muss ich nur mal gucken. Kannst du mal pingen kurz für mich, wo du stehst? Klar. Dass ich nur deine Richtung... Ah. Ich bin komplett in die falsche Richtung wieder gelaufen. Nicht ganz so einfach. Oh, das war falsch rum. So. Ich glaube, wir müssen immer so leicht graben. Ah, ihr seht, es ist... Also Boden einebnen ist echt nicht so einfach, dass das mal funktioniert. Jetzt habt ihr wieder hier... Mir fehlt halt wirklich das Runterbuddeln irgendwie. Weil das Spiel versucht halt irgendwie generell einzuebnen. Ihr seht, ich krieg das hier zum Beispiel nicht weg. Jetzt ist wieder zu viel. Ah, jetzt wird es wieder mehr. Jetzt muss ich wieder von hier ebnen. Man muss sich, glaube ich, immer den tiefsten Punkt irgendwie suchen. Und wenn man da dann draufklickt, dann passt sich quasi das drumherum an. Und wenn ich dann eine höhere Stelle nehme, ist ja logisch, dass dann die niedrigere Stelle wieder gefüllt wird. Also es ist echt nicht so einfach. Der war richtig kacke. Nochmal von vorne. Okay, das ist... Ist aber alles nur rein Theorie, das, was ich hier gerade erzähle. Wer will hier schon Dreck im Haus haben, ne? Der geht nicht weg. Dann machen wir es halt so, du wildes Schwein. Ist okay erstmal, oder? Aber ich möchte ja, bis Vince Scroll heimkommt. Muss alles sauber sein. Ich bin schon auf dem Heimweg, ja? Will ich ihm ja einen Boden bieten? Ja, ist okay. So. Lossi, drück mal Steuerung, dass du schleichst. Ja. Warte, ich muss. Ja, okay. Und dann drück mal Leertaste. Oh! Jetzt können wir hier auch noch in der Gegend rumrollen. Ja, du kannst Dodge Rolls wahrscheinlich machen damit. Ist bestimmt wieder ein neuer Skill, oder? Warte, ich guck mal kurz. Unbewaffnet schleichen. Es gibt keinen Rollen-Skill. Schade. Dossi, das Ding, diese 20 Minuten bedeuten nicht, dass das Fleisch dann nach 20 Minuten schlecht ist. Es ist weg. Sondern, nee, auch nicht.
das bedeutet, dass du 20 Minuten Sättigung davon hast. Ach so. Ja, das macht sogar Sinn. Cool. Ja. Okay, dann können wir das ja wirklich cool. Hier richtig geil. Nice. Ja, das sieht aber schon ganz schön schick aus hier, was du da hinzimmerst. Ja. Ja, es ist noch nicht ganz so einfach, diese kleinen Mini-Erdhäufchen wegzukriegen. Mit dem Ebenen, das muss man noch ein bisschen testen. Siehst also du auch, hier sieht es ein bisschen scheiße aus. Ja, ich habe 10 Hirschfell und 7 Lederreste. Ui. Und ich muss jetzt halt mal einen Gerbtisch machen, damit wir damit mehr machen können. Okay, pass auf, dann gib mir mal den Stein, den Spitzenstein. Ja, Feuerstein willst du? Ja, genau. Ich hoffe, es sind 10. Nee, es sind nur 5. Ah, Mist, dann reicht's noch nicht. Hättest du was gesagt? Ich hab noch ganz viele gesehen gehabt. Wir brauchen 10 insgesamt, weil dann kann ich einen Holzpflug an die Werkbank basteln und das macht die Werkbank auf Stufe 2 und ich gehe davon aus, dass wir dann neue Rezepte auch kriegen. Ja, ich sehe auch gerade, ich brauche 15 Feuersteine und 20 Lederreste, dann kann ich ein Gerbgestell, das ist auch eine Verbesserung für die Werkbank. Okay. Guck mal, das können wir uns nochmal gönnen hier. Guck mal. Bist du drin schon fertig? Ja, ich kann nichts machen gerade. Guck mal hier. Lass mal nicht immer kalte Füße haben. Hä? Das gute Leben. Alter. Also die Grafik ist schon sehr hässlich. Hey. Oh Mann. Ich bräuchte mal noch neue Pfeile. Hast du zufälligerweise ein bisschen Holz über? Ja, aber das wollte ich eigentlich zum Bauen verwenden. Nee, dann ist das okay. Dann werde ich mir mal ganz kurz Holz selber machen. Ich finde es geil, dass unsere Wände. Also findest du die Wände, die du gesetzt hast, schön, weil die falsch rum sind? Oder soll ich auch so bauen? Ich finde die tatsächlich. Ich finde die ziemlich cool so rum, weil das siehst du ja die Struktur. Ich kann es ja auch andersrum machen, das ist mir egal. Aber ich dachte. Okay, wenn es dir egal ist. Alles klar. Hab ich ein Fenster? Ich muss wahrscheinlich mit denen hier ein Fenster simulieren, ne? Indem ich quasi das so mache. Ja, stimmt. So mache ich ein Fenster. Du musst dort aufpassen, gell? Wenn das ein auf ein Feld großes Ding ist, dann können da Viecher reinspringen. Okay. Ja, das ist nicht so einfach. Ach, scheiße. Falsch rumgebaut. Oh Gott. Oh mein Gott, was bist du denn, Alter? Komm her, du Gecko. Kann ich das wieder wegbauen? Irgendwie? Oh, das ist eine Wassernixe. Nixenschwanz habe ich jetzt gekriegt. Kriege ich den Scheiß wieder weg? Ich wollte gerade sagen Chat, aber es ist ja gar keiner da. Ah, Maus 3. Okay. So. Oh, da war er noch richtig rum. Der richtig sneaky Sniper bin ich. Finde ich Holz. Weißt du, das Lustige ist, ich habe so viel Hirschleder, aber das eigentliche Leder, was wir brauchen, kriegst du nicht vom Hirsch, sondern nur von den Wildschweinen. Weil du Fetzen brauchst, ne? Ja, du brauchst nämlich Fetzen und kein richtiges Hirschleder. Ja, ist doof, dass man das nicht irgendwie verarbeiten kann. Das wäre so smart, wenn du einfach Hirschleder zu Hirschfetzen machen könntest, ja. Was ja Sinn ergeben würde. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt mehr Wildschweine, aber. Baumfeld! Ganz ehrlich, ich finde, desto länger man spielt, finde ich, dass es immer weniger hässlich wird. Ja, man gewöhnt sich halt an die Scheiße, ne? Nee, aber ich finde. Würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich finde zum Beispiel. Also wenn ich jetzt hier so entlang gucke, das sieht halt eigentlich echt nicht so scheiße aus. Also es gefällt mir gut. Ich gucke jetzt gerade voll auf so ein offenes Meer, weißt du? Okay. Das ist eigentlich echt schon ziemlich cool. Ich weiß nicht warum, aber ich muss bei diesen, ich glaube Gremlins heißen sie. Jedes Mal, wenn ich Düsterlinge, oder? Sowas heißen die. Nee, Gremlinge heißen die doch. Ach so, ja, kann auch sein. Also zumindest die billigen, die mit 2 Hits down gehen. Ah, ja. Mir fällt da immer ein, du nicht neben Kerze. Ich weiß auch nicht.
Ja. Ich weiß, es sind keine. Take Candle. Ja, ja. Das sind eigentlich Kobolde. Ja, ich weiß, aber irgendwie trotzdem. Was auch nicht. So. Wie viel habe ich genommen? 31. Ja, da kommt man weit. Da kommt man weit. So, liebe Freunde des Häuserbaus. Guck mal, wir haben auch unser. Um unser Haus ist eine. Wenn ich baue, ist so eine Linie. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich werde angegriffen von einem wilden Schwein. Scheiße, ich habe ja vollkommen vergessen, mir neue Sachen zu machen. Dossi, ich bring dir mal deine Steine vorbei. Okay, ich habe gerade noch welche gesammelt. Das wäre ein Träumchen. So. Kriege ich das noch hin hier? Hast du jetzt eigentlich eine Kiste gebaut mal? Ja, innen drin, im Häuschen. Rein links. Ja. Ah, doch, ist ein bisschen besser geworden. Jetzt, wo du das angesprochen hattest vorhin mit dem, bringst du mir was mit, was zum, was Süßes, was zum Schmieren. Ja. Habe ich die ganze Zeit die Super Perforator Werbung vor. So. Kennst du die auch aus Schildes Manitou? Ich. Wo er anfängt zu tanzen, der Bösewicht. Bin mir gerade nicht. Ja. Anfängt, oh Gott, ja. You don't have to wait for later. Ja, ja. Oh, ist das dämlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, das ist hässlich. Warte mal. Hier ist doch unser Haus, oder? Warum kann ich dann keine Markierung hinzufügen? Hier, linke Maustaste. Ah ja, jetzt habe ich es hinzugefügt. Guck mal, kann ich auch für dich markieren hier? Siehst du die Markierung? Nein. Okay, dann ist das wirklich eine Markierung für mich. Ach, ich kann es nicht drehen, ne? Das sieht da so hässlich aus. Warum kann ich das nicht drehen? Ich dachte jetzt eigentlich. Ja, gut, dann haben wir halt da zwei Fenster. Das ist in Ordnung. Erstmal. Ist es das, Dossi? Du weißt, ja. Wenn ich heimkomme, dann wird erstmal hier bewertet. Ja, ich muss erstmal gucken, wie ich die Hütte. Machen wir erstmal. So. Was willst du denn, du Gräuling? Nein, genau da, wo die Truhe ist, habe ich jetzt einen Eingang gebaut. Naja, ja, okay. Das ist okay. Türchen. Holztür. Also, ich weiß nicht, aber die Türen sind einfach komisch. Die sind wirklich komisch. Ja, warum sind die so klein? Also, ja, wobei, wenn ich mir. Also, wenn ich. Ich bin ehrlich, wenn ich vor der Holztür stehe, ich bin genauso groß wie die Holztür. Also ist okay. Es ist machbar. Ja, aber du kannst nicht durchlaufen. Das ist eher das Problem. Ich glaube, das ist aber eher ein Problem. Warte mal, hast du recht? Nee, ich komme durch. Ich glaube, das ist ein Problem. Wenn du noch keinen Boden hast, kann es halt sein, dass der Boden an der Stelle, wo die Tür ist, ein bisschen höher ist. Und dann deswegen kommst du nicht durch. Ich komme jetzt durch die Tür. Okay, dann kann das wirklich so sein. Ich muss die Truhe hier wegtun, die steht scheiße. Kannst du mich noch mal, dich noch mal kurz pingen? Ping. Ah. Oh wow, hier oben sind zwei richtig coole Ruinen. So. Könnte man natürlich hier anbauen. Ich habe leider nicht so viel Leder dieses Mal mitgebracht. Ich habe jetzt 11 insgesamt. Das reicht für nichts leider. Okay. Ah, nice, baust du einen schönen Anbau dran. Oh. Ja, im Endeffekt baue ich jetzt auch hier drin richtig. Das heißt, die Werkbank müssen wir dann gleich rausreißen. Guck mal, hier, du brauchst doch jetzt. Also, ich hab dir hier mal. Wo ist denn die Truhe jetzt? Oh. Die habe ich gerade abgerissen, weil die genau da war, wo die Truhe, wo die Tür war. Ich pack hier. Warte, ich mach dir hier eine Truhe rein. Ach, scheiße, jetzt hab ich kein Holz mehr. ich kann auch selber Holz. Eine Truhe bauen. Oder doch. Ja, warte, ich muss hier aber erst herstellen, oder? Nee. Die Truhe kannst du mit einem Hammer machen und dann Möbel. Ach so, das stimmt, das ist ein Möbelstück. Ich würde sie irgendwo hier an die Wand setzen. Genau, machen wir es hier so, oder? Genau. So. Hier in die Ecke.
Ich würde hier auch schon mal ein Bett setzen irgendwo. Warte mal. Wenn du die Truhe dahin hast. Ah, pass auf. Geh mal ein Stück weg. Ja, Sekunde, ich packe hier gerade die ganzen Sachen mal rein, die ich hier habe. Dann kriegt nämlich jeder am Kopfende eine Truhe. Ah, wobei, eigentlich macht man das Bett an die. Das Beinende an die Truhe, oder? Hm. Unterschiedlich, oder? Schau mal, so vielleicht. Ja, ist doch gut. So. Oh. Hey, runter von meinem Bett. Ein Kopfpolster für die Erschöpften. Verbringe die Nacht in deinem Bett, um gestärkt und voller Energie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims würde ein paar Truhen darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzausrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass dir während deiner Erkundung irgendetwas Unvorhersehbares zustoßen sollte. Da hat er recht. Da hat er recht. Das Bett benötigt ein Dach. Ja, das ist klar. Das dachte ich mir schon. Ich muss aber erst Holz holen, weil das habe ich nicht mehr. Und die Werkbank. Kriege ich die Werkbank da hoch? Warte mal, schauen. Ich versuche gerade. Oh, ist meine Klamotten sind wieder kaputt gegangen oder was? Ja. Kann es sein, dass Klamotten kaputt gehen? Ja, die haben auf. Gewicht, Qualität. Ja, Haltbarkeit steht dran. Ich denke mal, wenn du getroffen wirst oder so. Kann das ein Gegenstand sein. Zum Reparieren übrig. Ja gut, ich weiß nicht, vielleicht gehört das Spiel zu einem der Sachen, wenn Haltbarkeit null ist, dann ist es weg. Das heißt, wenn du nicht rechtzeitig aufpasst und es ausziehst oder so, dann verlierst du es halt. Könnte ich mir vorstellen. Aber das ist nur reine Dossi-Theorie. Hm. Baumfeld! Wohin? Ah, in die Richtung, okay. Ich habe ein paar Screenshots gesehen von dem Spiel und dachte mir so, Alter, wer hat sich denn das gebaut? Da haben sich Leute echt so richtige originale Wikingerhütten, ne? Oh jawohl, ich habe den Gegner mit dem Baum getroffen. Zack. Nice. So erledigt man Gegner. Einfach den Baum auf die Gegner schmeißen. Ich wollte gerade eine Wildschwein-Trophäe hinsetzen, aber es ging leider nicht. An die Wand? Ja, habe ich versucht. Okay. Ich habe es leider nicht hingekriegt. Achso. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, wie man die Sachen im Inventar nutzt. Also auch sowas wie zum Beispiel die Buchensamen setzen. Keine Ahnung. Ja, das stand dann dran, möchtest du das und das einsetzen? Wie hast auf was anwenden? Es steht immer dran, auf was anwenden, aber ich habe halt nichts, worauf ich es anwenden kann. Hä, aber wie. Wo siehst du das? Das auf was anwenden? Wenn du das in deine Hand nimmst, wie kann und ich dann Linksklick drückst. Achso. Du einfach auf einen Inventar-Slot ziehen, so wie normalerweise auch. Ach, ich bin ja so dumm. Ja, okay. So klug war ich nicht. Buchsamen auf was anwenden? Fragezeichen? Ja. Ja, ich verstehe deine Bredouille. Das gleiche Problem habe ich mit den Samen. Okay. Ja, genau, das habe ich auch gerade mit den Samen probiert. So. Ah, diese Vögel, die sind einfach. Ich würde mal ganz kurz einen Baum fällen. Ja, ist okay. Es sei dir erlaubt. Ja, wir müssen halt echt gucken, dass wir die Bäume auch dann wieder nachpflanzen. Ja, das auf jeden Fall. Da steht der Baum. Der Baum ist einfach ein Beyblade, hey. Der Endboss in dem Game. Ja. Come on. So. Okay. Der Eingang ist potthässlich, ich weiß. Aber, warte mal, das kriegen wir gleich hin. Ist das so richtig? Ah, das ist ja alles verschoben. Oh, das ist ja alles verschoben, die ganze Hütte. Ich sehe es schon. Oh mein Gott. Also, was hast du gemacht? Nix. Ich bin am Renovieren.
So. Ist das richtig? Das sieht so gut. Warum ragt das Holz auf der linken Seite die Treppe nach rechts? Die Treppe ist so angesnackt. Die Treppe ist so breit wie der Boden. Das hier passt nicht. Ach, weil es falsch angesnackt ist. Das muss hier ran, ne? Warte mal. Holz weg, danke. Das muss eigentlich hier ran. So. Ja, die ganze Hütte passt quasi nicht überein. Mach jetzt erstmal hier ein bisschen. Ich habe mir jetzt mal eine große Anzahl an Pfeile gemacht und würde nochmal jetzt kurz jagen gehen, dass wir endlich an diese Lederreste kommen. Ja. Ich gehe jetzt auch mal in den Wald, den wir noch nicht gesehen haben, den nach Norden. Mhm. Und guck mal, ob ich da irgendwas noch entdecke, was wir vielleicht brauchen könnten. Okay. Ich renoviere einfach weiter. Ja, genau. In der Hoffnung, dass nicht gleich alles auf den Kopf fällt. Wo war es jetzt? Bauen hier. Er hat quasi die Holzwände hier benutzt. Na, hier ist er. Holzwand. Aber ist das innen? Ach, sie. Ah, okay. Rein theoretisch so. Und den Anbau müssen wir mal gucken, wie wir den an. Wobei. Wir müssen ja hier gar nicht. Warte mal, das machen wir anders. Also da auf jeden Fall, ne? Das ist klar. So. Oh ne, hier sind auch diese blauen Viecher. Also die mit den blauen Augen. Die, wo uns vorhin kaputt gehauen haben. Ja. Okay. Ich glaube, das ist halt einfach der nächststärkere, die nächststärkere Gegnervariante. Ja, gehe ich auch davon aus. Toll, wie unser Haus einfach schwebt. Oh, kann ich das nicht irgendwie untermauern irgendwie? Oh doch, das geht. Gott sei Dank. Sieht das echt schäbig aus. Bevor da noch Ungeziefer unter das Haus kommt, das will ja keiner haben. So. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Dann müssen wir jetzt hier. Das sieht doch richtig aus, oder? Ja, doch. Hey, gibt's so blaue Glühwürmchen überall. Okay. So. Oh, sorry, ich bin gerade voll konzentriert, ey. Sorry für das Schweigen. Hört ihr auch gerade Musik an? Bei mir ist gerade Totenstille. Ganz komisch. Bist du beim Boss? Nee. Doch. Oh. Nee, ich bin nicht beim Boss. Ach Mist. Aber ich bin hier. Oh Gott, da unten? Okay. Ja, ich brauche gleich deine Hilfe, Dossi. Wenn wir wirklich, wenn die so lange laufen, dann. Du bringst jetzt quasi. Ein Geschenk mit. Oh, okay, ich verstehe. Ein Geschenk, sagt er. Oh! Okay, der wird easy sein, aber der andere ist ein bisschen eklig vielleicht. Oh, der andere ist weg. So. Ja, okay, also scheinbar ist die Agro nicht von jedem Viech unendlich weit. Oder du hast sie halt abgehängt irgendwie. Ich bin normal weiter. Ich glaube tatsächlich, dass sie, wenn du in ein anderes Gebiet reingehst, dass du sie abhängst. Weil ich bin außerdem wieder in den Düsterwald reingelaufen und dann hatte ich halt Aggro von einem Skelett. Okay. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Ja, ich weiß, ich habe die Decke eingerissen. Oh, diese Geräusche machen mich hier noch irre. Das so ran? Nee. Oh, ich hätte nicht alles abreißen sollen.
Das muss irgendwie da ran. Aber wie? Ich brauch das hier, ne? Oder brauche ich das Kreuz hier? Nee, das Kreuz macht da kein... Boah, hier ist eine richtig coole Hütte, hä? Macht das Sinn? Ist ja Stein. Okay, warte mal. Ist ja Stein. Hm. Oh Gott, oh nein. Jetzt weiß ich, was das für eine Steinhütte war. Das macht keinen Sinn, oder? Nee. Ich muss was... Ach, hier muss ja nochmal ein Mauerstück. Ja, okay, okay, okay. Ja. Okay, okay. Na. So. Ja, tatsächlich. Tatsächlich aggrost du die Viecher wirklich über die komplette Reichweite. Okay. Wenn ich noch einmal die Tür zumache, kriege ich einen Appel. Dossi, kannst du mir ganz kurz ja zur Hand gehen, bitte? Ja. Ich meine, der ist... Wurdest du verfolgt? Fast down, aber ich habe gerade keine Ausdauer mehr. Ich weiß leider nicht, wo du bist. Einfach direkt über unsere Hütte. Über unserer Hütte? Hier liegt der Holz. Ja. Ah, ja, ich sehe dich. Ich meine, das ist ganz cool, weil der irgendwann mal ausholt zum Steine werfen und dann kannst du ihn echt schlagen. Ja, aber down. Wir haben ihn. Und was für Loot? Oh, Rauzwergaugen. Okay. Nice. Was soll immer das ist. Ich habe keinen einzigen Schlag jetzt sogar abgekriegt. Das war ganz cool gekitet. So, ich bin noch mit dem Dach ein bisschen beschäftigt. Achso, ich kann auch nicht an die Werkbank, deswegen. Okay. Ja, sorry. Das ist kein Problem, ich koche mir was und dann gehe ich nochmal auf die Jagd, auf die große. Mir fehlt irgendwie... Da, ist es doch das hier? Ah. Es ist doch das hier. Wann war nochmal das... Das Fleisch... Ah, jetzt. Jetzt. Du wirst Holz ins Feuer. Muss man Holz ins Feuer werfen? Ja, sonst geht's aus, oder? So, hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, Feuer ohne Holz wird schwer. Ja, nee, das ist mir schon bewusst, aber ich wusste nicht, dass es überhaupt geht. So. Können wir nämlich die richtigen Wände reinziehen. Jetzt sind keine Innenwände, das ist doch doof. Ich sehe jetzt... Ich muss ganz ehrlich sagen, also Bogenschießen ist ja halt echt seltsam manchmal. Okay. Weil wenn du nämlich... Du lädst den Schuss voll auf, aber dadurch, dass du noch keine höhere Bogenschießfähigkeit hast, schießt du halt einfach daneben. Echt kacke. Okay. Nee, richtig schön in den Boden reingefühlt. Da fliegt er halt einfach 2 Meter zu kurz, obwohl du wirklich direkt vor dem Gegner stehst. Ist ein bisschen seltsam. Okay. Warte mal, hä? Wieso snackt das hier so komisch? Hä? Bin ich jetzt veräppeln? Wieso ist denn die Höhe hier so unterschiedlich? So, jetzt stimmt's. Oder? Ah, ich glaube... Ah, das hier ist falsch. Das da hier ist noch alt, glaube ich, vom Altbestand. Jetzt passt's. Jetzt passt's. Okay. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir das hier irgendwie jetzt angeschlossen kriegen. Vielleicht mit einem... mit diesem Winkel hier. Jawohl. So. Ich würde ehrlich sagen, das Jagen in dem Spiel ist schon ein bisschen belohnend. Okay. Oh Gott, sieht das aus. Das sieht nicht gut aus. Ja, du schleichst dich halt an und skillst halt dein Schleichen und dann dein Schießen. Und also gefühlt skillst du halt echt viele Sachen auf einmal. Das ist schon ganz cool.
mal gespannt, wo ich hier jetzt gleich hinkomme. Oh, hier ist... Ja? Hier ist eine ganze Siedlung. Mit oder ohne Feinde? mit so kleinen Gremlins hier, aber... Ah. Ich meine, keine Probleme, aber ansonsten ist hier halt wirklich... Hier ist auch sind auch Sachen angepflanzt. Das sind so drei Häuser direkt nebeneinander. Das sieht echt ziemlich cool aus eigentlich. Okay. Eigentlich will ich jetzt hier kein Dach. Also das macht jetzt am wenigsten Sinn. Ich will ja hier einen Anbau haben. Wieso gibt's denn das nicht als schräg? Oder das hier als schräg? Also die haben hier Erdbeeren angebaut, Dossi. Ich weiß nicht, ob wir das nicht auch können sollten dann. Ich weiß halt nicht, wie man anbaut. Also die haben halt den Boden aufgelockert, so wie es aussieht. Ja. Und dann halt die Erdbeersträuche da reingepflanzt. Vielleicht kann man ja Erdbeeren irgendwie... Okay. Seeds draus machen, weißt du? Ja. Oh, hier ist eine Kiste. Wow. Ich habe Feuersteinpfeile gefunden. Oh, nice. Soll ich... Nee, die Kiste kann ich nicht abbauen, gell? Naja, ich kann sie halt abbauen, indem ich sie kaputt mache, aber... Ja, aber was bringt das? Also, ich weiß es nicht. Ja, deswegen... Ich habe halt gedacht, vielleicht kann ich sie... Ah, und hier ist ein altes Bett noch. Eine Türe. Aber das ist jetzt... Das schließt halt hier nicht ab, ne? Schon ganz cool, sowas zu finden. Also, ich weiß nicht, ob mir noch bessere Rezepte fehlen zum Bauen, aber ich krieg den Abschluss hier nicht hin. Du brauchst halt unterschiedliche Materialien, um Sachen zu machen. Ja gut, wir haben halt nur Holz. Aber eigentlich, was brauchst du denn eigentlich das Dach? Also ich konnte ja das Dach komplett fertig bauen. Ja, aber ich will das Dach halt nicht komplett, ich will es ja anbauen an die Hütte und dann brauche ich ja auch ein bisschen gerades Dach und es gibt kein gerades Dachelement. Achso, außer ich nehme natürlich einen Holzboden als Dach. Stimmt, das hätte ich... Oh. Ja, natürlich. Das hätte ich hier reinzimmern können. Ja, stimmt. Okay. Hier auf der anderen Seite ist tatsächlich ein Schneebiom. Ein Schneebiom? Cool. Ja, das Gebirge. Des Grauens. Guck mal, liebe Leutchen. Oh, ich erfriere. Oh Gott, ich krieg Schaden. So, das sieht gut aus, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, sollten wir so lange. Es ist schon wieder so weit. Wir sind schon in Überlänge, was natürlich nicht gut ist. Oh Gott, schon wieder die blauen Kollegen. Bevor ihr alle mitbekommt, wie Scrawly elendig erfriert oder stirbt. Nee, oh Gott. Das ist alles cool noch, aber ich habe halt jetzt drei von diesen Kollegen hinter mir. Ja, wir können ja gleich weitermachen. Ich denke. Liebe Meute N42er, ich wünsche euch was. Haut rein. Bye bye. Bis dann. Tschüss.